Test. Spezieller Aufnahme Pro und er ist natürlich Co. Natürlich Marlon auch und Tony, also Johnny, obwohl er Tony viel cooler ist. Nicht, weil er etwas ist, wirklich nur etwas. Jetzt habe ich Problem, weil Internet sagt gerade, Junge, halt die Fresse, und ich sage, halt du doch Fresse, und wir schreibt uns gerade. Lieber Freund, oh, ist freundlicher geworden. Gut. Dara West, wo warst du? Was habt ihr Scheiße? Ist das der Tonhaus? Ja. Alter, das Bild ist für den Livestream richtig scheiße. Also für den Livestream, das ist schon. Ja, weiter. Gut. Wo bin ich? Ich das Cheat-Menü an, ist da Liam glücklich. Und ich sah schon ein paar neue Dinge. Oder? Ja, ich würde ihn bis auf die Folter spannen. Das Ding ist alt, das gab's schon. So, es gab ein letztes Update rein. Also, ja, aber ich will das gar nicht erst. Ich will mich auf die Folter. Bitte sei es keine Scheiße, du. Das nehme ich noch. Aber das andere, das könnt ihr vor den ganzen Tag arg gespielt auf der Xbox. Den Motor, den nicht hingucken. Gut, dann gucken wir noch mal. Viel Kleidung gab's aber nicht, ne? Also, scheiße, Sprit. Ich brauche noch Sprit. Gucken, ob das Gefängnis da ist. Nur kurz davor stehen. Und ist neue Ware. Nicht gucken. Gibt. Sag ich jetzt mal. Ich habe noch nichts gesehen, bewusst. Weil es mir bewusst ist, dass ich komme mit immer noch nicht klar. Jetzt muss man auch nur noch bessere Batterie natürlich. 100% Licht an, weil man ich fahre einfach hier lang. Das sieht Orientierung da, sagt da lang. Weil guck, ob das Gefängnis da ist. Oder noch ein Bunker. Ja, guck mal, da ist schon das Schild, dass das Gebiet ist. Wo man nicht lang darf. Weil da ist ja die Weltgrenze. What the? Alter, die. Viel Spaß jetzt, Zwerge. Zwerge. Ich weiß, ich gerade ein scheiß Moped habe, das Licht auch aus kann. Wo ist denn die 77. Weil ich glaube, ich muss zur 77. da entlang. Genug Speed, habe ich eine gerade Linie, habe ich genug. Genauso wollte ich das machen. Genauso. Brauchst du eine richtige Formel.
Gut, ich muss irgendwann mal links abbiegen, sagt man Orientierungssinn. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Und meist denken die meisten von euch, Liam, du altes Klavier. Und fährst jetzt nochmal genau zum Gefängnis und guck, ob es da ist. Und ich werde euch da die ganzen, falls es neue Sachen gibt, zeigen. Ich habe noch nichts gesehen. Ich glaube, ich habe ein kleines Ding gesehen, was genau war. Ich glaube, es war eine Axt. Ich weiß es nicht. Sie war relativ rötlich. Oh. Ach, das war lang ein bisschen. Weißt du, ich weiß es ganz genau. Ein Bett in Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und das ist schon dabei. Wir können singen. Dann spaß hier auf. Okay. Weil die meisten haben, hat das ehrlich gesagt genervt. Und ich wollte einfach nur... Oh, mein Insider. Alle haben immer Insider. So ein Sound. Wenn ihr den irgendwo in der Pampa... Ist davon einer? Sag jetzt nicht. Leute, das überprüfe ich jetzt mal. Nee, ist keiner, oder? Nee, ist nicht. Alter, fick dich. Fickt euch alle, fickt euch. Dann bist du auch ab 18 geclaimed, gesperrt. Wird. Alter, du hast echt keinen Bock drauf, da. Moped. Ich stehe noch mal in der Stadt. Moped. Also bestes Zombie-Game aller 7 Days to Die. Es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Wer ist euer Lieblings-Zombie-Spiel? Selfie Kane ist. Ja, probiert das hier unbedingt mal aus. Natürlich Selfie Kane Xbox exklusiv. Ich habe hier eine Xbox. Hab ich auch gespielt. Ist ein geiles Spiel. Es macht echt Spaß. Also ich bin echt suchti. Man denkt sich erst auch die Systeme, den in Echtzeit. Es kann übrigens auch, wenn man denkt, jetzt habe ich lange keinen Bock mehr. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, wieder mal zu spielen. Dann könnte es auch ausmachen. Ich hätte mir gut gemusst. Ich weiß es. Mittlerweile lerne ich es auch mal. Irgendwann. Also ich fahre jetzt gerade zum Häuselehen. Das ist in der. Wir müssen, glaube ich, da lang. Ich fahre zur Farm. Und von der Farm aus weiß ich, wo ich lang muss. Also die Stadt. Ja, ich bin richtig gefahren. Gut. Der King. Ich bin der King und ich bin Geoffrey Steinbrück. Ich bin ein Zombie. Bäh. Aber die Reichweite ist aber auch nicht besonders hoch. Aber alle sagen, das Spiel ist hässlich. Das Spiel ist riesig groß. Deutlich größer als, also größer als Ark, glaube ich auch nicht. Ich denke, ich muss hier immer das Tor aufmachen. Er ist jetzt voll eklig aus hier. Ist sowieso, weil er einfach das. Gut, ab zum Gefängnis, falls es existiert. Weil ich denke immer. Ciao. Das ist Glenn aus der Walking Dead gewesen. Ja. Ich mochte am Anfang Rick, aber Rick wurde dann immer Staffel 3, also in Staffel 1 war schon dieses Weichei-mäßig drauf. Er war zwar Rick, der Rick. Erster war ja geil, in zweiten eher so das Weichei, in der dritten war. Kommt schon, Leute, dritte Staffel Rick. Können wir vergessen. Und vierte, der Farmer, ein Farmer. Ich bin erst bei der vierten, ich kenne das Ende noch nicht. Aber slow. Hier, das sieht auch nach, also auch solche Zäune. Das ist jetzt ein Cell Tower, also ein Mobilfunkmast. Ja, mich jetzt vermisse ich irgendwie Elias, ganz ehrlich. Hier sind wir noch nie gestorben, aber wir kennen auch die Fußschrecke mehr gut. Durch die Pampa. Die kennen wir so gut auswendig. Wisst ihr wieso? Wir verdammt oft sterben. Das ist, wir haben schon bestimmt
Zeug über 100 Spielstunden verloren. Also wir spielen nicht echt lange drin. Ich bin ja der Baseballer Grollt, also auch in Ark mega faul, wenn es heißt Baseball, wupp, bin ich weg. Ab, weg. Ich baue jetzt mir ein kleines Hütchen oder war's das? Die Projekte, die drei. Auf der PS4, Minecraft. Auf der PS4, Ark. Auf der PS4, Stand of the Die. Wenn Elias zusagt. Wenn er zusagt. Also dieses Gebiet hier ist so... Nein. Wenn ich mich so auskenne. Ich kenne die Strecke mega gut. Ich kenne mich da hinten aus. Und sie haben noch Dutzende Außenposten. Überall eigentlich. Schneebiom, das ist ein bisschen... Sagt es mal meine Heimat. Und ich habe dieses Haus, mein erstes Jahr, das Haus in Marlon. Nicht das, was wir hatten auf der Aufnahme. Darauf kommen wir erst später, weil es so Spaß gemacht hat, dass wir dachten, ey, das aufnehmen, haben andere auch was von unserem Spaß. Eigentlich was anderes. Sie ist eigentlich, das ist doch aufzunehmen. Ja, lass mal. So lief es. Und Schneegebiet. Hä, da hat man dieses Gemütliche. Und noch ein bisschen. Alle sagen so unterschiedlich. Also wenn man sagt DayZ und H1Z1, dann verstehe ich es. Zombie-Spiele sind meine Lieblingsspiele und allgemein Rollenspiele und Survival-Spiele. Shooter nicht mehr so, das früher. Also Battlefront 2 super gerne, also die alten Teile, diese 2004 oder was 2002, ist auch egal. Was machen wir denn, wenn es kein Gefängnis gibt? Was machen wir dann? Dann suchen wir einen Bunker und machen da was. Dann fahren wir zurück in irgendeine Stadt. In die Wüstenstadt, da würde ich es gerne mal versuchen. Weil ich ja im letzten Mal hier war ich nicht so erfolgreich. Ich vermute, dass wir auch in der 1.16 spielen werden. Weil das ist dann die 2. Wann denn? Ich kenne mich ja nicht so. Ich dachte mal ab 10, aber es ist jetzt schon bei 16, also. Ich glaube, ich spiele sogar seit 1.10. Es ist jetzt 13 Uhr 1. 2, also die Zeit geht gut. Also nicht so schnell und noch nicht so. Oh, das war gerade gruselig. Ich sag, wenn ihr so allein diese Geräusche kommt, wenn Elias und ich reden, fällt das nicht auf. Aber wir nicht reden. Wir reden auch nie über Themen, fällt mir da auf. Dann haben wir jetzt mal über ein Thema geredet. Ja, wenn wir sowieso über Themen reden, sind es meistens Frauen. Elias, der noch Obermacker macht und ich so der, ja, weißt du, das ist mit meiner Freundin so, das haben wir uns ja getrennt, das haben wir ja im letzten Stream. Hier waren deutlich mehr Löcher in den Straßen. Deutlich mehr. Die Idee ist ganz sicher aus. Wir können ja mal die Stadt absuchen, ob hier irgendwo ein Bunker ist. Weil wir brauchen einen Bunker als Außenposten. Unbedingt. Das wollten wir schon immer haben. Und wenn ihr irgendwo einen Platz wisst, schreibt es den Weg in die irgendwo rein auf jeden Fall. Zuschauer. Stream läuft. Zuschauer ein. Gut. Das muss ich nicht immer überprüfen. Warte mal eben kurz eine Pause. Gut. Gut. Alles in Ordnung. Stream läuft flüssig. Jetzt habe ich für den aller jetzt fährt das Moped kaum noch. Hä, jetzt fährt's wieder. Hä? Was war gerade los? Jetzt fährt's wieder nicht.
Ja, Hunde. Da gibt's ja echt viele drinne. Komm, hier kommt schon der erste Hinweis. Ja, oder kommt das Verseuchte, also die Weltgrenze. Ist das Mikro an? Wisst ihr, wir haben uns ein extra Mikro gekauft, so ein neues. So ein richtig modernes, so eine richtige Schitte. Das war... Hier müssen wir normalerweise rein. Ich gebe mir mal Mühe, weil es sieht nicht nach Gefängnis aus. Es müsste doch eine richtige Straße sein. Zumindest da, wo jetzt Bob Cars ist, da ist, müsste eigentlich das Gefängnis stehen. Genau an der Stelle. Und ich, warum sollte ich hier, wer stellt hier ein Gefängnis hin? Besser liebst du jetzt schon umdrehen, weil ich sowieso weiß, hier steht keins. Aber wir hoffen mal, wir hoffen mal. Wir hoffen mal. Ihr müsst alle hoffen. Weil sonst weiß ich nicht wo. Tankst gut aus. Noch. Auto mitten in der Pampa. Yo. Fahren wir gleich mal da rum. Hier lang, ne? Die Wege sind echt schlecht. Also mal ein bisschen. Wir sind ein bisschen. Bob's Cars, ne? Ne, Jims. Das waren Bob's Cars. So. All die Geräusche sind doch echt schlimm. Kinderschreie. Ich fahre mal den Weg hoch. Ich habe mein ganz tolles Moped verloren, weil Elias und ich in die... Hier wollte ich mal hochfahren. Weil Elias und ich dumm waren und es hat solche Gebiete. Wir haben beide und alle so Sachen. Viele Schrotflinten, also waren echt viele Schrotflinten. Gucken, ob hier noch irgendwo was steht. Verseuchtes, also Weltgrenze. Also Biomgrenze. Zeitriss. Alle Geräusche, jetzt stelle ich mal meine Scheiße hier runter. Jetzt reicht's mir. Ich sitze hier allein in ein Zimmer und es ist kacke warm. Es ist kacke gruselig. Autos fahren vorbei. Und dann, wo bin ich denn jetzt hier? Ich wollte zurück zur Straße. Die Geräusche sind so eklig. Es ist ja noch schlimmer geworden. Es ist einfach eklig, Leute. Jetzt kommt schon. Hier ist eine Abkürzung. Das muss ich mir merken an den Hügel. Falls Gefängnis in England mal gibt. Irgend so ein scheiß Easter Egg haben die scheiße Mikro wieder eingebaut. Irgend so ein ekliges Geräusch. Oder irgendein Easter Egg. Irgendein Monster, was es gibt. Die Entwickler haben nämlich echt Spaß ins Spiel. Ich meine, Mensch, scheiße. Ich bitte euch. Ich bitte euch mal ganz ehrlich. Die hatten so viel Spaß dabei. Die haben sich bestimmt das für diese Version. Das, ich komme mich gerade schon hinter mir, weil es einfach so gruselig ist. Wer reizt gerade mal, ey? Ich weiß, ich spiele ja gerade alleine, natürlich mal. Ich weiß ja schon mal. Ich glaube, ich muss da reinfahren. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich hier nicht aus. Das ist nicht meine Gegend. Ja, wir müssen hier reinfahren. Sehr schön. Super. Hier ist nämlich Wüste. Hier schon die Wüste. Moment. Echt jetzt? Dann ist hier gleich irgendwo ein Weg nach. Hä? Die Welt ist größer geworden. Ist sie echt. Komm schon, Gefängnis. Sie ist einfach größer geworden. Die haben nichts verändert. Die haben es größer gemacht. Also. Die Straße ist sehr holprig. Die müssen wir nochmal überarbeiten.
Die müssen wir jetzt mal echt. Ey, guck dir mal die scheiß Straße an. Guck dir mal die Straße, Alter. Aber diese Früchte, die wachsen ja gar nicht mehr. Ich dachte, die wachsen nur nicht mehr in dem anderen da. Also jetzt irgendwo muss hier gleich eine Straße rechts sein, geht zum Gefängnis. Ich kann nicht mehr prüfen, was in unseren anderen Welten. Das werde ich immer alleine oder in der Folge machen. Ob die auch da abgegradet worden sind. Irgendwo gleich rechts. Hier! Kommt schon Gefängnis. Kommt schon. Kommt schon Gefängnis. Gleich mal den Livestream umbenennen. Das Gefängnis. Jetzt hoffen wir es mal echt. Weil ich hab sonst echt. Dann reicht es mir echt mit dem Spiel. Also, die haben es schon so lange versprochen. Das scheiß Gefängnis für die Konsolen rausbringt für Xbox One und für PS4. Ich habe beide, deswegen ist es mir egal, ob ich es spiele. Es ist da. Das Gefängnis. Meine Haare. Meine Haare. Fuck. Das Gefängnis ist da. Schnell Gewehre holen. Ne, erstmal Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Nee, Sleeping Bag, ich brauch Sleeping. Alter, Seite, welche ist das? Einfach nehmen. Auch nehmen. Hinstellen. Scheiß auf. Alter, Leute. Es ist da. Elias, wenn du das siehst. Junge, unser neuer Außenposten. Wird es auch in die anderen. In die. Ja, machen die sowieso nicht. Die habe ich gesehen. Und es gibt Minen. Die rote Axt. Also, ich fange mal ganz unten an. Haben die nicht einen Bogen versprochen? Wir bekommen nur eine rote. Ne, die haben aber nur umgefärbt. Traurig. Leutchen, verarscht mich jetzt nicht. Also. Ich nehme die kleine, die abgesägte, nicht die große. Herr Watt, das sind wir immer. Alter, meine Mutter gleich komplett wieder rein nerven. Sowas von. Wir wollen geschwächt. Ey, du musst klopfen und warten, bis ich dich hereinrufe. Mann, ich geh gleich um mich umbringen, ey. Ich geh mir gleich umbringen, wenn ich aufhöre. Ja. Du störst gerade. Glaube ich. Wüsste ich. Quatscht die Mutter rein. Ätzend. Das wird schlimmer. Yo. Da ist eine Leiter. Oder ein kleines Treppenhaus, weil ich sehe. Also, ich will erstmal die Zellentraktchen und so erkunden. Zumindest das Gefängnis ist da. Ich hoffe, die haben das auch erweitert in den anderen Maps und auf den anderen Benutzern, auf Benutzer sowieso. Alter, es ist da, das Gefängnis. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Alter, es ist einfach da. Die Straße ist aber ätzend. Jetzt fehlen noch zwei Außenposten. Outpost. Bitch. Fett Joker. Was ist das für eine Bitch?
Mauern sehen gut aus. Also ich glaube, ich muss nicht viel verstärken. Also 7. Nachtbissig ist auf jeden Fall sicher. Also ich schieß mal Loch in den Zaun, weil es ist ja sowieso eine Probewelt. So, ja. Hey, jetzt kann ich mal. Alter. Jetzt machen wir es einfach einfacher. Hier. Baublöcke. Die Musik, die ist ätzend. Vielleicht spielen wir auch genau diese. Also, Projekt. Wie viele Zombies sind hier wohl drin? Schätzungsweise. Livestream ist gleich vorbei. Ach, den ich meiner Mutter wegen Einbruch verklagt habe. Eiskalt hat sie ist hier eingebrochen. Meine eigene Mutter, Leute. Meine eigene Mutter. Check das mal ab. Oh Gott, ich hab's geschossen, weil ich dachte, der Ton ist nicht aus. Zombies. Okay, Livestream vorbei. Ist das die Gefängnistüren hier? Schade, warum können die Gefängnistüren? Die kamen ja gerade neu und dann bauen die gar nicht ein. Was sind das, Gefängnistüren? Nee. Das ist, glaube ich, Gitter, glaube ich zumindest. Ein bisschen raus. Brauche ich ja überhaupt dran rum? Die behalten wir so, also wir werden es später haben, so ist es auch. Aber ciao Leute. Erstmal Ben. Morgen abchecken, ob es auch auf die anderen Welten ist. Dann gehe ich mal in unsere. Wir haben ja Wochen ein paar neue Außenposten. Wir haben jetzt im verbrannten Biom. Ey, wie haben wir da eigentlich? Also, im Update gab es das Gefängnis. Ich mal ciao, Leute. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warte, bevor ich jetzt hier. Vor 55 Minuten. Alter, wie lange streamen wir denn? War das nicht mal, wir wollten es wissen. Ey, wir streamen jetzt seit 29 Minuten. Also länger, weil ich ja noch da. Zumindest Kohle. Und ciao Leute. Ich brauche die Kohle nämlich.